Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute 2019, Bottle Market in Bremen, gemeinsam mit Birgitta Schulze van Loon. Und Manfred Hoff. Auch von van Loon. Sehr gut, wir sind in Bremen und wir sind bei Whiskey, oder? Ja, wir sind bei Whiskey. Und wie kam es dazu, dass ihr jetzt hier Whiskey macht? Ja, ich habe ja gegründet, habe ich 2011, okay. Aber schon ein Jahr später wollte ich mich mit der Materie Getreide beschäftigen. Ja. Und da lag Whisky natürlich sehr nahe. Und seit 2012 stelle ich Single Malt her. Ah, Single Malt aus Deutschland. Sehr, sehr schön. Und was machst du? Ich bin der Whisky-Fachmann bei Birgitta. Ah, gut. Also der Brennmeister oder nein, der Fachmann? Was der heißt das? Der Ambassador. Okay, du bist unser Markenbotschafter. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ah, wusste ich nicht. Das ist gut. Das lernen wir jetzt hier dazu. Was habt ihr in eurer Core-Range? Was sind eure Produkte? Ladies first. Ja, erstmal haben wir unseren Single Malt Whisky van Loon. Ja, der erste Hübsche, er darf herzeigen. Genau, machen wir mal hier so das Schildchen weg. Van Loon kommt daher eben, dass ich 3 Jahre nach Gründung geheiratet habe. Ah. Und meinem Mann habe ich diesen Namen eben van Loon, so heiße ich ja jetzt auch, zur Hochzeit geschenkt, dass der Whisky so heißt. Okay. Wir stellen jetzt eben seit 2012 diesen van Loon Die her. Ringer sehe ich zum ersten Mal, ich verstehe das jetzt. Ja. Ja. Und das sind natürlich, also was haben wir da an Range? Wir haben der erste Jahrgang, der ist weg, der ist fast komplett an Sammler gegangen. Es war auch nur ein ganz kleiner Jahrgang. Mhm. Der zweite, da haben wir noch so ein bisschen, so ein Distillers Cut, ein ganz bisschen noch von. Und das ist jetzt der dritte Jahrgang, der sich insofern von den ersten 2 Jahrgängen unterscheidet, weil wir da Finishing Portweinfass gemacht haben. Sehr gut, sehr gut. Okay, das haben wir dann da, die zweite Flasche. Also kannst du gerne auch mal was erzählen dann da. Gehen wir umgekehrt. Okay, das ist der van Loon in der 5-jährigen Sache. Wir haben den, der ist gefinished in einem Portweinfass und er hat 60%. Also das ist die Fassstärke. Super. Preise haben wir noch nicht erzählt. Was kostet die Flasche? Also er kostet in Trinkstärke und das ist 45%, kostet er 59,50. Okay, genau. Und das sind 0,7er Flaschen, glaube ich, oder 0,5? 0,5. Okay, genau. Und hier bei Fassstärke sind wir, sind wir bei? Irgendwie was mit 79. 79, genau. Standardpreise denn dafür, sehr, sehr schön. Gut, ja, aber wir haben auch noch ein New Make hier. Oh, was haben wir denn da? Genau, und das machen wir jetzt seit 2 Jahren, produzieren wir jetzt ein Single Malt mit so 50 ppn Rauchmalz aus Schottland in Kooperation mit der Union Brauerei, die für uns die Bierwürze macht. Und da haben wir von dem letzten Jahrgang haben wir einen Teil nicht ins Fass getan und den bieten wir eben als White Dog an, ein New Make. Und, getorfter New Make. Ein getorfter New Make. Sehr gut. Ja, und wir haben ein bisschen was hier, aber das gibt es noch nicht als Produkt, eben 2 Jahre alt. Oh, er hat ein bisschen von dieser Spirit von van Loon. von dieser extremen Rauchnote hat er ein bisschen verloren, ist aber dadurch komplexer geworden. Ja, super. Also wir sind da bester Dinge und glauben, da ist uns was Gutes gelungen. Super, darauf können wir uns freuen in der Zukunft. Da kommen die nächsten Flaschen jetzt schon angeflogen. Was haben wir jetzt hier? Auch ohne Etikett, die sind immer ganz gut. Genau, hier haben wir einmal einen 3-Jährigen, der dann nächstes Jahr in ein Fass aus dem Fass rausgenommen werden soll und in die Flasche gesteckt wird. Einmal Bourbon und einmal reine Rotwein-Fassreifung. Darf man sagen, wo die Fässer herkamen? Die Bourbonfässer, die beziehe ich von einem Fassbauer. Wir haben nämlich hier in Bremen noch einen Fassbauer. Und da baut er mir die um, quasi in 100 Liter Bourbonfässer. Die Deckel werden neu getoastet. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, von welcher Distillerie aus Amerika die kommen. Super. Und Rotwein? Rotwein ist unterschiedlich. Mhm. Also da nutze ich auch meine Kontakte zu deutschen Winzern. Also wir haben was aus dem Fränkischen dabei und auch von Franz Keller hier aus dem Badischen. Und das sind also in erster Linie meistens Spätburgunderfässer. Ja, super. Auch sehr, sehr lecker. Sehr, sehr schön. Gut, das ist jetzt hier.
das ist der Rotwein. Bitte? Das ist gut, weiter. Ja. Das ist das Rotweinfass und das ist das Bourbonfass. Ja. Und du kannst heute auf jeden Fall von den beiden eine Probe mitnehmen, damit du das mal dir zu Gemüte führst. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Und lastet vielleicht noch nicht mal zum Lied. Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so passt, aber es ist ein Orangen-Whisky-Likör mit unserem Single Malt. Mm, da brennt dein Herz dafür, ja? Ja, der hat 2 Goldmedaillen gewonnen und ist auch nicht so artig, wie Liköre sonst sind, sondern der hat 40% Volumen und ist aber eben trotzdem mild und hat eben diese Orangen-Whisky-Note, passt super zusammen, Orange und Whisky. Ja, stimmt. Und den wollte ich doch hier gerne auch nochmal mit vorstellen. Super. Wo kann man euch finden? Online zum Beispiel, Birgitta Piekfeine Brände. www.br-piekfeinebrände.de. Das ist lang. Ja, stimmt. Gut. Okay, sehr, sehr schön. Und wer kann man in Bremen euch auch besuchen kommen? Ja, wir haben unsere Distillerie am Europahafen und da haben wir auch einen Shop und einen Tastingraum. Ja, okay. Und wir haben 2 Kilometer weiter, weil wir da nicht mehr Platz haben, haben wir unser Whiskylager auf dem Gelände der Union Brauerei und da haben wir auch nochmal einen Tastingraum und noch einen Shop. Super, also genug Tastingräume habt ihr denn da und genug Möglichkeiten, euch besuchen zu kommen, wenn man in Bremen sowieso ist, ja? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Manfred Hoff und Birgitta. Reicht ja auch so. Ne? Tschüss!